Die Vorbereitungen für die Fertigstellung des Disney-Kreuzfahrtschiffes haben laut Insolvenzverwalter der MV-Werften Christoph Morgen begonnen. Die Schiffbauhalle der ThyssenKrupp Marine Systems, kurz TKMS, sei bereits von der Meyer-Werft gemietet worden. Das zu drei Viertel fertiggestellte Schiff soll nun innerhalb der nächsten 2 Jahre von rund 650 Werftmitarbeitern zu einem Disney-Kreuzer umgebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Bis Anfang April will TKMS knapp 300 Leute einstellen.